Letzte Woche Sonntag war ja auch von Dortmund, Duisburg und Miltenberg eine Großdemo gewesen. Und ich habe dann ein junges Mädel kennengelernt mit ihrer kleinen Hündin. Die ist auf die Bühne und ich habe Gänsehaut gekriegt. Die Eva hat ein Lied geschrieben zu Corona, ist richtig. Und ich habe gesagt, hey Eva, tu mir einen Gefallen, komm bitte am Sonntag, sing dieses Lied für die Leute. Hört sie euch an und begrüßt mit mir Eva. Ja, vielen Dank, liebe Patricia. Und wow, was du hier auf die Beine gestellt hast. Hallo an alle. Hi, hallo Miltenberg. Bevor ich jetzt anfange, euch mein Lied zu singen, möchte ich noch was sagen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen. Martin Luther King hat gesagt, wer das Böse ohne Widerspruch hinnimmt, arbeitet in Wirklichkeit mit ihm zusammen. Nachdem ich heute Morgen ganz kurz auf Facebook war, habe ich den Post gesehen von WDR 2. Ich lese vor, was auf dem Bild eines Kindes mit Schultüte steht. Es ist schade, dass Opa und Oma nicht dabei sein können, aber ich verstehe es auch, weil sie am Coronavirus sterben können. Schulanfängerin Lucia, 6 Jahre aus Düsseldorf. Ich bin fassungslos, ich bin unfassbar wütend, dass man unsere Kinder nicht in Frieden lässt. Und momentan in dieser ganzen Zeit geht es hier um die Ausgrenzung von Kindern in unserer Gesellschaft und von älteren Menschen. Und das kann ich nicht hinnehmen. Das Ziel, glaube ich, von allen Menschen, ja, das Ziel von allen Menschen ist es wohl, dass wir in einer gesunden, freien Gesellschaft leben können und ein selbstbestimmtes Leben führen können, unabhängig davon, wo wir herkommen, wo wir hingehen oder ob wir beeinträchtigt sind, ob wir jung sind, alt sind oder in der Mitte der Gesellschaft. Ganz kleinen Moment. Ich muss leider unterbrechen. Ihr lieben Leute, wenn ich das Café Rosas Glück nicht hätte, könnte ich keine Demo machen. Einige Leute sind da rein ohne Maske, waren nicht gerade freundlich und ich habe die Befürchtung, dass ich keinen Strom mehr jetzt da kriege, weil es das zweite Mal war. Ich bitte euch, auch Sie sind nicht glücklich mit der Situation. Wenn ihr da hingeht, zieht bitte eure Masken an, sonst kann ich dieses wie hier heute nicht mehr machen. Also eine ganz, ganz große Bitte von mir. Danke. Danke, Patricia. So, wo war ich stehen geblieben? Das Ziel von uns allen ist das gleiche. Von allen, die heute hier stehen, von denen, die nicht hier stehen und von denen, die wir noch nicht geschafft haben, abzuholen. Und ich bitte darum, dass wir unsere Herzen aufmachen für genau diese Menschen, weil die haben Angst. Und wenn wir offen sind und mit den Menschen reden, dann können wir es schaffen, die auch mit abzuholen, weil das Ziel ist das Gleiche. Und jetzt schauen wir alle mal nach rechts und nach links und sehen uns die Menschen an, die mit uns hier sind. Und der nächste Applaus ist bitte für euch selbst, denn ihr seid verdammt mutig und ich bin extrem, extrem stolz, dass jeder von euch hier heute hergekommen ist. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt würde ich mein Lied auch singen. Gefühl in deinem Bauch, die Nachrichten jeden Tag schlimmer und verwirrend, wo ist der Sinn? Es ist Zeit, etwas zu ändern, doch sag, wo willst du hin? Wir sind hier für unsere Freiheit, für das, woran wir glauben. Unser Leben, unsere Stimme kann uns keiner rauben.
Alle Menschen tragen Masken und verbergen ihr Gesicht. Du bekommst kaum Luft darunter, sagst, ich will das alles nicht. Kinder, Alte, alle leiden, Existenzen sind zerstört. Darum stehen wir hier zusammen, damit uns endlich jemand hört. Wir sind hier für unsere Freiheit und für das, woran wir glauben. Unser Leben, unsere Stimme kann uns keiner rauben. Wir sind hier für unser Leben und für das Leben von uns allen. Für ein gesundes, freies Land, ja, das würde uns gefallen. Wir sind hier für unsere Freiheit und für das, woran wir glauben. Unser Leben, unsere Stimme kann uns keiner rauben. Wir sind hier für unser Leben und für das Leben von uns allen. Für ein gesundes, freies Land, ja, das würde uns gefallen. Dankeschön. Den Song kann man downloaden auf bandcamp.com und es wird eine kleine Spende verlangt. Die Hälfte davon geht ans 3E-Gesundheitszentrum von Lothar Hirneise für alternative Krebsbehandlung. Vielen Dank. Danke. Danke. Eva, vielen Dank, dass du da warst. Thank you.